Hallo und herzlich willkommen. Ich bin PayToLoos und begrüße euch zu meinem Video. Wie bereits angekündigt, gibt es hier das nächste Video von meinen Evolution Cup Spielen. Und das ist ein sehr, sehr kurzes Video. Und ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, warum ich das überhaupt hochlade. Ich habe das Video, aber ihr werdet sehen. Im Prinzip, vorweg gesagt, es ist an für sich okay, wenn ein Spiel ab und zu mal auch so läuft, wie es hier für mich jetzt gelaufen ist. Im Schnitt würde ich sagen, wenn alles vernünftig läuft von 5 Spielen, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich eins bricke. Von daher lag hier noch alles im Rahmen. Aber ich sag mal, in letzter Zeit oder in Digimon Trading Card Game allgemein passiert es öfters, dass ich wirklich so bricke, wie das hier zu sehen ist. Egal, wie ich mische, ich mache einen Pile Shuffle, Riffle Shuffle, normalen Shuffle. Und trotzdem ist es halt so. Und naja, das ist halt einfach nervig, wenn es ansonsten eigentlich ein gutes Deck ist, die Ratios eigentlich voll okay sind und es einfach nur daran hapert. Ich habe nichts dagegen, wenn ich sagen kann, okay, mein Deck ist scheiße, ich muss es umbauen, ich habe scheiße gespielt, muss was an mir ändern, aber wenn ich einfach sagen kann, ja, hätte ich besser gezogen, hätte ich was machen können, ist das irgendwie nicht der Sinn eines Trading Card Games für mich. Und aus diesem Grund denke ich auch ernsthaft darüber nach, mit dem Digimon Trading Card Game aufzuhören, da diese Spiele wie diese hier sich bei mir einfach in letzter Zeit, in den letzten Monaten einfach häufen. Naja, ansonsten, wenn euch das Ganze gefällt, würde ich mich natürlich über ein Like freuen oder auch über einen Kommentar. Gerne auch etwas, wie ihr mischt, wie ich mischen kann, wie ich so etwas in Zukunft vermeiden kann, da ich zwar die Statistik von verschiedenen Mischtechniken kenne, aber wie man sieht, funktioniert es bei mir halt einfach nicht. Oder gerne auch ein Abo, wenn ihr in Zukunft mehr sehen möchtet. Erst die Spiele, dann das Fazit. So, wir machen hier unser Setup, noch ein bisschen Smalltalk und ich muss ganz ehrlich sagen, das wird auf jeden Fall recht kurz das Ganze. Wir würfeln hier noch, ich darf anfangen und man kann sich anders sagen, das Spiel, ich weiß von Anfang an, dass es einfach vorbei ist. Ja, meine Hand ist echt für den Arsch. Spiele mehr Ramon für 5 aus, gibt mit 5 ab. Der Gegner hätte das Demi-Wemon. Geht auf das Wemon mit Jamming hoch. Da weiß ich eigentlich, dass ich schon verloren habe, weil ich zu viel Memory im ersten Zug gegeben habe. Ist echt doof gelaufen, aber soll einfach nur zeigen, das Glück, was ich manchmal oder das öfter mal spielen habe, geht für 2 auf Grizzlymon. Und spielt noch einen Davis, setzt uns auf 1. Was ich hier recht interessant fand, er nimmt das Nidhoggmon auf die Hand. Der Rest geht unter das Deck. Das hat unser Gegner alles. Er hat die 3 Memory. Wir gehen noch für 3 auf Black Wargrom und können wenigstens was ziehen. Aber unser Gegner startet mit 3, hat den Tame, hat damit natürlich einen riesigen Vorteil, geht auf Pedromon für 3 und spielt noch einen Gomamon. Ehrlich gesagt ist nichts auf der Hand, womit ich großartig was machen kann. Chaos Galantmon, wir haben aber nichts, womit wir den Effekt nutzen können. Unser Gegner greift mit Pedromon an, mit Jamming. Trifft auf ein Devimon, digitiert auf Imperiadramon, darf es restanden, angreifen, Jamming, noch einmal restanden, trifft auf ein Sword, 3 Checks in einer Runde, trifft auf Skymeramon, für 1 geht er noch auf Quedamon, um uns auf 1 zu setzen, wir ziehen, noch kurz das Memory korrigiert. Und im Endeffekt kann ich damit auch nichts mehr machen in diesem Fall. Ich habe noch die Karte Hell's Gate auf der Hand, aber er gibt halt nur 5 Memory ab. Nächste Runde wären wir so oder so tot gewesen, sollen wir vielleicht noch die Chance etwas zu gewinnen, etwas Zeit zu gewinnen. Aber mit 5 Memory abgegeben, Hammer Spark irgendwie, er geht auf Pedromon. Unten geht er auf Wemon, greift an mit Jamming, darf eine Karte ziehen, trifft auf Devimon. Nutzt einen Hammerspark, geht auf 3, Imperialdramon. GG. So, ich mache diesmal keine Überblendung oder sonst irgendetwas, da das alles recht kurz ist. Das war meine Starthand. Unter anderem 3 Chaos Galantmon, Chimeramon, hab dann noch Sword Defeat gehabt und alles. Damit konnte ich echt nichts machen und so sieht das bei mir halt öfters aus, wenn ich halt mische. Jetzt guckt mal bitte hin und sagt mir, was ich, wenn ich wie was falsch mache. Mache Pile Shuffle, um das Ganze ein bisschen auseinander zu kriegen. Stecke die Piles wieder ineinander. Mische meine Digitama. So, und dann mache ich noch so ein bisschen Shuffeln. Ich kenne auch die Statistik, wenn man zum Beispiel einen Riffle Shuffle macht, nach 8 Stück sollte das Deck fast zu 100% randomisiert sein. Wenn man es wirklich perfekt macht, deswegen würde ich sagen 10, dann hat man es ungefähr.
So müsste ich es tausendmal machen, aber auch mit dem Peilschaffel. Es sollte besser laufen, sagen wir es so. Mein Gegner möchte nur, dass ich abhebe die obersten 5 Effektur. Mach's genauso für meinen Gegner. Ich entscheide mich dazu anzufangen. Bereue es direkt, nachdem ich meine Starthand sehe. Mit Train Gigimon. Und darf mit einem Devimon Blocker für 6 eröffnen. Und denke mir, ja, verloren. Gegner geht in einen Wemon. In diesen komischen Fisch für 1. Nicht Goelamon. Geht dann für 3, ich glaube, in Pedromon. Und später noch für 3 das Yakumon. So, wir können ein bisschen was draus machen. Gehen ins Chimeramon für 2. Gegner greift an, zieht eine Karte, das heißt Jamming. Bekommen Herzgeld, dürfen es auf die Hand nehmen. Und unser Gegner spielt noch ein Gabumon. Eventuell hat das Herzgeld ihn davon abgehalten, das Imperialramon jetzt zu spielen. So, wir spielen noch für 2 ein Kendemon. Digitieren für 4 auf Chaos Galantmon, zerstören das Pedramon. Holen uns das Kendemon dadurch wieder. Das ist schon eine etwas bessere Situation, in der wir hier sind. Das Gegner hatcht. Spielt ein Davis, geht auf 0. Nimmt sich das Elekmon auf die Hand. Was mich sehr verwundert hat, da ich das Pedramon genommen hätte. Also kommt natürlich auf die Hand an, aber ihr wisst, wie ich das meine. Und jetzt haben wir eigentlich eine recht gute Position. Black Wargramon in der Security und Kendemon. Beide Digimons Gegner sterben. Und er geht noch für 1 auf diesen Fisch, dessen Namen ich mir nicht merken kann. So, da ist Tapiamon. Und ich wollte jetzt auch ein bisschen Druck aufbauen, habe vorher überlegt, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Greife mit Kendemon an, treffe auf ein Omnimon. Für den Effekt kommt das wieder. Und habe mich jetzt dazu entschieden, auch noch anzugreifen, um ein bisschen Druck aufzubauen. Und welch ein Zufall, wir treffen auf Imperialdramon und das ist natürlich weg. So viel zu meinem Luck. Und damit ist das Spiel schon verloren eigentlich für mich. Digitieren unten noch auf Devimon. Ja, wir können jetzt eigentlich nur noch für 3 auf Black Wargramon digitieren. Die einzige Hoffnung, die man noch hätte, wäre halt, dass er irgendwie nur auf Level 3 kommt. Und das war's. Wir spielen noch ein Elekmon. Starten mit 3. Wir raisen. Digibursten. Unser Tapiamon wieder, wobei es aber auch vorbei ist, denn unser Gegner kann nächste Runde 3-mal angreifen mit Imperialdramon. Gehen noch für 1 auf Devimon. Und naja, wir haben auch nichts in der Security, was da helfen könnte. Ich spiele nur noch ein Chimeramon, weil ich auch nichts anderes mehr auf der Hand habe. Zerstören das Elegmon. Dürfen eine Karte ziehen. Der Gegner greift an. Ich blocke das. Geht auf Imperialdramon. Kann jetzt 2-mal angreifen, deswegen muss ich ja das Elekmon wegkriegen. Und die einzige Chance, die ich noch hatte, war, dass er das Omnimon nicht auf der Hand hat. Ja, ich möchte nicht spoilern, aber er hat das Omnimon auf der Hand. Ah ne, gar nicht. Er hat einen Lobomon digitiert. Ist auch ziemlich gut. Und ja, wie man sieht, das Match ist damit vorbei. Und ich würde sagen, wir gehen dann einfach über zum Fazit. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und mein Unluck, mein Pech, was auch immer, einfach ein bisschen näher gebracht. Wie gesagt, es häuft sich bei mir in letzter Zeit so, deswegen würde ich mich halt darüber freuen, wenn ihr mir eure Mischtechniken etwas näher bringt, was ich dagegen machen kann oder sonst irgendetwas. Und was sich bei mir natürlich auch noch dazu gesellt, ist so etwas wie, wenn ich dabei rauskomme, treffe ich natürlich auf das Imperialdramon im Security-Check und das, na, war es dann wieder, bin ich auch wieder raus aus dem Game. Deswegen hasse ich sowas wie Security Control. Security ist eine meiner Meinung nach viel zu spielentscheidende Mechanik in diesem Spiel manchmal. Aber darüber möchte ich mich jetzt nicht auslassen. Das ist halt, naja, hate the game, not the player. Und naja, ihr könnt euch immer ausrechnen, 4 Imperialdramon sind in dem gesamten Deck drin. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich darauf treffe im Security-Check. Aber passiert ist passiert. Ansonsten war es halt, ja, ich kann nicht sagen, ein cooles Match, aber wir haben uns dann auch unterhalten. Der war auf jeden Fall nett. Und deswegen bin ich da auch nicht allzu salty aus der Sache rausgegangen. Ich würde sagen, damit machen wir hier einen Cut. Und dann gibt es die Woche noch ein weiteres Video, wo ich gegen Lilifloop spiele. Und dann am Ende noch mein Deck-Profile.
Und dann haben wir gegen Ende der Woche bzw. Samstag haben wir noch unsere Store Championship tatsächlich in Person. Also dürft ihr weiterhin gespannt sein. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.